Ja, hallo Leute, Nico Steenberg hier, Stockendunkel. Willkommen in The War Z. Und ja, ihr habt mein Video ja gestern gesehen und ich möchte nicht viel machen. Ich möchte eigentlich nur mal kurz hier so ein paar Sachen testen. Also man sieht einmal kurz das neue Third-Person-Ding. Da hinten rennt schon einer rum. Und zwar habe ich gehört, man kann hier seine Chars direkt wiederbeleben. Gegen einen kleinen Obolus. Wollen wir mal abwarten. Also wir sorgen mal kurz dafür, dass der Typ uns da vorne umbringt. Das sollte eigentlich funktionieren, recht schnell. Hey, du da hinten. Juhu, komm mal her. Komm mal her. Boah, überall Taschenlampen. Komm mal her. Man kann die Taschenlampe immer noch nicht an- und ausstellen. Du da hinten. Bleib doch mal stehen. Guck mal, komm, schlag mich. Jetzt töte mich doch, komm schon. Ach komm, jetzt töte mich. So. Ja. Ja, also Nerocrow hat mich halt gerade gekillt. Dann wollen wir doch mal nachgucken. Na? Loading Game Data. Ha, es ist wie Weihnachten. Ah. Gut, wir gucken einmal kurz. Ich habe 4.539 Coins. Und yes! 50 Gold Credits zum Reviven sind die. Wir wollen kein Geld machen. Nein, wir wollen nicht dafür Leute bringen, dass man nachträglich noch Kosten hat. Boah, sie löscht alles. Verkauft das Spiel, gibt es einer Firma, die damit umgehen kann. Nicht einer geldgeilen Firma, bitte. Ich wette, dass jeder zweite bei uns im Forum oder selbst ich das besser verwalten könnte. Diese Kosten, die hier gemacht werden, das Geld, was hier gemacht wird, das ist unsinnig. Das braucht man nicht. Ja, das war das Video auch schon. Mehr wollte ich gar nicht zeigen. Das ist einfach nur. Ja, Update. Wir haben tolles Update gehabt. Ja, wir haben eine Weihnachtsmütze gekriegt. Die alten Bugs wurden eingeführt wieder. Ja, das Spiel ist tot. Bis demnächst. Euer Nico Steamboy.